In Living Forest, da übernehmen wir die Rolle von kleinen Waldgeistern. Unsere Aufgabe ist es, den magischen Wald zu retten vor dem bösen Onibi, der alles verbrennen will. Und da werden wir gemeinsam Feuer löschen, wir pflanzen Bäume ein und wir sammeln heilige Blumen. Living Forest vereint eigentlich zwei sehr bekannte Mechanismen. Das ist zum einen der Deckbaumechanismus, also wir haben eine Kartenhand, beziehungsweise wir haben einen Kartenstapel, den wir aufdecken. Wir nehmen den gar nicht auf die Hand, sondern decken ihn direkt auf. Und das zweite Element ist das Push-Your-Luck-Element. Wir können nämlich selber entscheiden, wie viele Karten wir aufdecken. Zwei Aktionen gönnen mir die Tiere. Allerdings gibt es da ein paar Einzelgänger. Wenn ich ein oder zwei Einzelgänger aufgedeckt habe in der Reihe, ist das noch nicht problematisch. Aber ab dem dritten, da habe ich dann Pech gehabt. Denn dann heißt es Stopp, nichts geht mehr. Das heißt, es geht gerade nur noch eine von den Aktionen. Und das ist doch sehr, sehr wenig. Und können dann auf unseren Karten gucken, wie gut wir die einzelnen Aktionen machen könnten. Und dann eben entscheiden, welche wir davon machen. Das kann sein, zum Beispiel neue Karten zu kaufen. Da haben wir diese kleinen Sonnensymbole. Und die Karten kosten eben eine bestimmte Anzahl an Sonnen. Und so können wir uns dann neue Karten in unser Deck holen. Wir können zum Beispiel Feuer löschen. Das ist ja ein zentrales Element. Wir wollen ja eigentlich unseren Baum retten, der brennt. Das heißt, wir gucken, wie viel Wasser haben wir auf unseren Karten und können entsprechend Flammen löschen. Wir können im Kreis laufen und versuchen, die anderen Geister, unsere Gegner ein bisschen einzufangen, zu überholen, damit wir denen was abluchsen können. Wir können Bäume pflanzen, denn das ist auch eins unserer Ziele, dass wir auf unserem extra dafür gemachten Tableau unsere Bäume vervollständigen. Ich habe es mit allen drei Strategien versucht, also mit Feuer löschen, Bäume pflanzen oder Blumen sammeln. Und ich habe mit allen Strategien gewonnen und haushoch verloren. Also es ist jedes Mal neu und jedes Mal anders. Ich muss mich auch darauf einlassen, welche Tiere liegen gerade zur Verfügung. Wenn auch sehr, sehr viele Tiere gekauft werden bzw. gesammelt werden, dann liegt ja natürlich viel Feuer in der Mitte und dann muss ich auch wieder mehr löschen, sonst kriege ich auch noch Strafkarten. Also ich muss mich in jeder Partie anders neu einstellen, was aber auch nicht schwierig ist, denn die Spielelemente sind als solche ziemlich eingängig. In der Summe, in der Gesamtheit wird ein wirklich neuartiges Spiel daraus. Living Forest lohnt sich besonders für die Menschen, die schon öfter gespielt haben, die schon so ein bisschen Erfahrung mit Brettspielen gesammelt haben und jetzt vielleicht ein bisschen mehr Herausforderungen suchen, wie sonstige Spiel des Jahrespreisträger zum Beispiel, weil man doch etwas tiefer in das Spielgefühl einsteigt, etwas mehr Regeln lernen muss. Living Forest hat mich von Anfang an begeistert, fasziniert und in seinen Bann gezogen, denn ich habe hier verschiedene Spielelemente, die mir durchaus vertraut sind, nochmal zusammen komponiert zu einem großen Ganzen. Das ist ein Spielerlebnis in einer Dreiviertelstunde für Leute, die ein bisschen herausgefordert werden möchten, aber trotzdem nicht überfordert werden. Die haben ja genau das Richtige für sich.